Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Österreich erlebt diesen Herbst ein mediales Comeback von Sebastian Kurz. Der Ex-Kanzler ist in 2 Kinofilmen zu sehen. Er kommt darin ausführlich zu Wort. Es gibt die kritische Dokumentation Projekt Ballhausplatz. Da hört man und sieht man Zitate aus seiner Zeit, seiner politischen Karriere. Der zweite Film trägt den Titel Kurz der Film. Es ist eine Art langes Kurzinterview, in dem er vor allem über sich selbst spricht, sehr viel über sich selbst spricht, mit Wortmeldungen von Fans, von engen Mitarbeitern, ehemaligen ÖVP-Politikern und auch von einigen Kritikern. Demnächst, das wissen wir, steht Kurz als Angeklagter wegen Falschaussage vor Gericht. Mindestens eine weitere Anklage wegen des Verdachts der Inseratenkorruption steht im Raum. Der Pro-Kurz-Film, das muss man dazu sagen, ist beim Staat richtigend zelebriert worden von den Granden der ÖVP, ob türkis oder schwarz. Viele haben sich gefragt, ob das vielleicht eine Aufwärmrunde sein könnte für mögliche zukünftige politische Ambitionen, obwohl Kurz das selbst dementiert. Politisch steht die Frage im Raum, wie stark Sebastian Kurz für einen rechtspopulistischen Kurs der ÖVP steht, mit dem Österreich in der türkis blauen Koalition in nationalistische Richtung, in autoritäre Richtung à la Viktor Orban gedrängt werden sollte und ob diese Gefahr nach wie vor besteht. Filmemacher Kurt Langbein ist hier im Podcast-Studio des Falter. Hallo. Hallo, schönen Tag. Kurt, warum der Titel Projekt Ballhausplatz? Das klingt ein bisschen distanziert, gar nicht marktschreierisch, wie wenn man einen Film verkaufen will. Ursprünglich war das der Arbeitstitel, aber nachdem, bevor der Film überhaupt gedreht wurde, die ÖVP und auch der Bundeskanzler Nehammer über den Film unter diesem Titel gewettert haben, haben wir gesagt, wir müssen ihn behalten. Das Projekt Ballhausplatz ist ja das Dokument, das vom Falter auch enthüllt worden ist, schon im Jahr 2017, ein einzigartiges Dokument, wo der Plan der Machtergreifung sowohl in der ÖVP als auch dann in der Regierung minutiös dokumentiert ist. Und das ist schon was Besonderes. Und wenn man sich dann die Chats anschaut, die dank einer Panne quasi gefunden wurden, weil sie haben ja versucht, alles zu löschen und nur einer hat einen Speichermedium vergessen. Wenn man sich die anschaut, dann ist das ziemlich synchron. Man hat systematisch versucht, in der Regierung und von Teilen der Ministerien an verschiedenen strategisch wichtigen Stellen die eigene Partei und die Politik der Regierung zu unterlaufen, um Stimmung zu machen, um sich dann als Retter zu präsentieren. Das hat geklappt, das ist ein bisschen erschreckend. Und deswegen haben wir das in den Mittelpunkt des Films gestellt. Aufgedeckt dieses Dokumentprojekt Ballhausplatz hat Barbara Todt im Falter. Hallo. Hallo. Barbara, jetzt ist das nicht etwas, was man eigentlich von einer politischen Strategen erwarten will? Eigentlich, dass man genau plant, was man will, wie man es umsetzt, spricht eigentlich für Professionalität. Warum ist das aus Sicht vieler Kritiker ein Sündenfall, dieses Projekt Ballhausplatz Papier? Also das Papier spricht eigentlich total für Professionalität. Ich habe auch davor und danach nie etwas vergleichbar Detailliertes und Professionelles gesehen. Also das war so richtig Boston Consulting-mäßig aufgezogen mit jedem Detail. Jedes Detail ist überlegt worden, genaue Verteilung, wer was machen muss und so. Also so gesehen hochprofessionell. Aber das Problem war natürlich der Zeitpunkt. Das ist ja in einer Phase vom Team Kurz vorangetrieben worden. Da war er weder Parteichef noch als Außenminister eigentlich in der Rolle, dass er Parteichef werden soll. Und er hat das ja auch hinter dem Rücken des damaligen ÖVP-Chefs Reinhold Mitterlehner verfolgt. Und ich glaube, das ist vor allem das Problem, das einige mit dem ganzen Ding haben. Wobei natürlich Politik oft darin besteht, dass man Intrigen spinnt. Und das ist offensichtlich eine groß aufgestellte Intrige gewesen. Verschwörung würde ich es immer bezeichnen, in Richtung eines Putsches dann am Ende. Ich begrüße sehr Martin Engelberg. Guten Tag.
Hallo. Martin Engelberg ist Nationalratsabgeordneter der ÖVP und ein Mitstreiter von Sebastian Kurz. Danke fürs Kommen. Gerne. Diese Strategiepapier, war das der ÖVP schon bewusst, dass da etwas wirklich Geplantes, Organisiertes in Vorbereitung ist, oder waren Sie selbst auch überrascht, wie das im Falter veröffentlicht wurde? Also ich war ja selber damals noch nicht dabei, ich bin erst 2017 in den Nationalrat gekommen, aber ich muss ein bisschen schmunzeln über den Begriff Putsch. Also ehrlich, wenn ich mir jetzt denke, wie die Übernahme des Vorsitzes bei der SPÖ war zwischen Faymann und Kern. Das war jetzt nicht, dass die bei der Tür gestanden sind und irgendwie höflich einander gebeten haben, einzutreten. Na, Plan hat es also offenbar keinen gegeben. No, das würde ich jetzt einmal so nicht sagen. Wir sehen, wir kennen ihn nicht, ja. Und im Übrigen die Strategie des Wahlkampfes damals mit dem Herrn Silberstein, das war eine ausgefeilte Strategie, ziemlich perfide. Also ehrlich, wenn wir von Politik reden, reden wir ja nicht, wie das so schön heißt, von einem Mädchenpensionat. Also das ist schon so. Und im Übrigen hat der Mitterlehner selber auch immer gesagt, es war klar, dass er nur sozusagen ein Lückenfüller ist zwischen Spindelegger und Kurz. Also das war offensichtlich schon auch so gesagt, hat er selber gesagt. Also das heißt, ich finde es überhaupt nicht überraschend. Ich glaube, es ist einfach, so wie die Barbara richtig sagt, es ist ein sehr professionelles Team, das den Sebastian Kurz umgeben hat. Und die haben das einfach vorbereitet. Und ich sehe also nichts Verwerfliches oder irgendwie Kriminelles. Aber dass diese Strategie niedergeschrieben wurde, dass es diesen Plan gegeben hat, das ist ja unbestritten. Ich soll mal sagen, ich bin nicht aufgerufen, Zeuge zu sein, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, ob das manipuliert wurde oder nicht. Ehrlich, keine Ahnung. Ja. Ich freue mich ganz besonders, dass Franz Fischler in die Falter-Redaktion gekommen ist. Willkommen. Grüß Gott. Herr Fischler war, wie allgemein bekannt, viele Jahre Kommissar der Europäischen Union und früher ÖVP-Politiker. Dieses Strategiepapierprojekt Ballhausplatz, wie das veröffentlicht wurde, wie das bekannt wurde, was hat Ihnen das gesagt? Naja, das hat mir zunächst einmal gesagt, dass da wesentlich mehr dahinter gesteckt hat, als öffentlich zugegeben wurde in dieser Zeit damals. Und dass da viel strategischer, manchmal möchte ich lieber sagen taktischer vorgegangen wurde, als das in der Öffentlichkeit gegenüber eingestanden wurde. Aber was mich eigentlich dann neuerlich zum Nachdenken gebracht hat, war, wie ich diesen Film Projekt Ballhausplatz gesehen habe. Ich meine, es gibt ja in Österreich schon aus der Ersten Republik den Saga, dass wenn in Österreich 5 Leute miteinander wissen, was sie wollen, dann können sie den Staat übernehmen. Ja? Und in diese Richtung ist das schon sehr stark gegangen. Die wussten, was sie wollten. Die waren, wie schon gesagt wurde, sehr professionell, was ja in der heutigen politischen Situation manchmal eher eine Ausnahmeerscheinung als die Regel ist, weil viel Provisorisches auch jetzt wieder in der Politik Platz greift. Und sie waren aber auch ziemlich skrupellos. Das hat sich dann bestätigt in diesen vielen SMSen. Aber das ist schon etwas, glaube ich, was also, wo manchen alteingesessenen ÖVPler zum Beispiel der Mund offen geblieben ist, wenn sie das alles gehört und gelesen haben. Und da sehe ich eigentlich das Problem, ja. Und ich glaube, man müsste darüber reden, nachdem die Demokratiestandards in Österreich ja nicht am aufsteigenden, sondern am absteigenden Ast sind, wenn man die diversen Indizes sich ansieht. Also dann ist die Frage schon, glaube ich, für die Zukunft eher wichtig, nämlich welche Änderungen am politischen System in Österreich würde es brauchen, damit wir wieder zu den
besten in Europa, was Demokratiestandard anbetrifft, gehören. Was ist Darf ich einen Satz noch sagen? Bitte, Martin Engelberg. Bitte ein bisschen Vorsicht mit diesen Parallelen zur Ersten Republik. Ich meine, da ging es um die Selbstausschaltung des Parlaments, in Wirklichkeit des Ende. Nein, Entschuldigung, der Demokratie davon war überhaupt nicht die Rede, sondern die Rede war die davon, dass es Leute gegeben hat, die darf man nicht erwähnen. Ich finde es ein bisschen problematisch, in dem Zusammenhang zu sagen, so wie in der Ersten Republik war es jetzt und auch. Und ich finde es problematisch, dass Sie sagen, Selbstausschaltung des Parlaments. Ja? Das ist ein historischer Fehler, der mich nachdenklich macht, was Ihre politische Gesinnung betrifft. Das Parlament hat, alle Präsidenten des Parlaments sind zurückgetreten und die Regierung hat verhindert, dass es wieder zusammentreten kann und funktionieren kann. Gehen wir nicht in diese Diskussion. Wir reden, wir reden eben nicht vom Ständestaat und von einem, sagen, Abschaffung der Demokratie. Also da, ich glaube, wir sollten einfach mit diesen Vergleichen, historischen Vergleichen, sehr, sehr vorsichtig sein. Vielleicht ein, ich glaube, also die Assoziation, die ich hatte, wie Sie das jetzt angesprochen haben, also mit den fünf, gibt mir fünf Leute und man kann die Republik recht leicht kontrollieren. Die erste Assoziation, die ich hatte, war eines der ersten Gesetze, das die Regierung Kurz I verabschiedet hat, gleich 2017, nämlich indem sie, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber doch, die Generalsekretäre in den Ministerien mit Weisungsrecht ausgestattet hat, was innerhalb der österreichischen Beamtenschaft schon ein ziemlich krasser Schritt war, weil es geheißen hat, dass quasi die Sektionschefs in ihrem Spielraum deutlich eingeschränkt wurden und die quasi klassische Beamtenschaft unter Kontrolle geraten ist. Und das hat Kurz gleich am Anfang gemacht. Also die haben schon gewusst, was sie tun. Es ging immer um Kontrolle. Was war das zentrale politische Projekt hinter diesem Projekt Wahlhausplatz, das nicht nur darin bestanden hat, den Sebastian Kurz ganz nach vorne zu bringen, sondern schon auch eine Umgestaltung der Politik, eine Umgestaltung der Republik. Was war der Kern, der politische Kern dieses Projekts? Noch einmal, Herr Fischler, wie haben Sie das gesehen? Ja, zunächst war es ja ganz offenkundig darauf ausgerichtet, die Macht zu übernehmen. Das war ja mal völlig klar. Ja. Und dann Ihre Frage, was fängt man dann an mit der gewonnenen Macht? Und da war auch klar, dass man weggehen möchte von einer klassischen liberalen Demokratie. Man hat zunehmend Gefallen gefunden an verschiedenen Aktivitäten in Polen, in Ungarn etc. Man hat auch, glaube ich, mit dieser Message Control durchaus eine einschneidende Entscheidung und Veränderung versucht, nämlich dahingehend, dass tatsächlich systematisch, und das gibt es ja viele Literatur bereits darüber, dass man systematisch die Freiheit des Journalismus und die Freiheit der Medien untergraben wollte. Das sind Tatsachen. Das ist jetzt nicht, also weil man dem Kurz oder irgendjemanden schlecht reden möchte. Das war so. Das ist ja auch in anderen Staaten so gewesen. Und wenn man das längerfristig zugelassen hätte, dann wären wir, glaube ich, sehr klar in Richtung Ungarn unterwegs gewesen. Martin Engelberg, ja, kommt gleich zu einer Republik, aber ich lass mich zuerst den Kurt Langmann sagen. Ist das heißt, eigentlich der politische Sukkus, wenn man so will, ist, der Kurz hat versucht, ist ihm vielleicht auch gelungen, aus der ÖVP eine Art rechtspopulistische Partei zu machen. Ist das zum einen noch vom Organisatorischen, er hat ja auch die Ministerverantwortung eigentlich komplett ausgehöhlt mit diesen Generalsekretären und der Befehlsausgabe jeden Wochenbeginn, die sozusagen dann die Weisungen der Generalsekretäre mehr oder weniger befolgt haben, anstatt eigenständig zu arbeiten. Also Message Control gegenüber den Medien und intern, beides demokratiepolitisch höchst bedenklich. Und inhaltlich hat er sich die rechtspopulistischen Inhalte komplett angeeignet mit einer etwas softeren Sprache. Das heißt, Angst schüren, um sich als Retter präsentieren zu können, In-Group und Out-Group zu bilden, die da
die Fremden sind, die uns bedrohen, die unser Sozialsystem bedrohen, empirisch ein völliger Unsinn, aber etwas, womit man politisch leider Gottes Kleingeld machen kann. Und das hat er zur Genüge gemacht. Und damit hat er aber auch die Selbstverständlichkeit, die davor zum bestanden hat, dass Fremdenfeindlichkeit auch für die christlich-soziale Bewegung keine Selbstverständlichkeit war, sondern etwas, was zurückzuweisen ist, unterhöhlt. Martin Engelberg, ja, die Replik. Naja, ich muss einfach ein bisschen schmunzeln, Herr Fischler, Sie waren selber in der Regierung, als es im ORF sogar eine quasi Untersuchungskommission gab zu den ganzen politischen Interventionen, die da stattfinden. Also Sie waren Teil einer Regierung. Zu welchen Interventionen? Interventionen beim ORF, wo es darum gegangen ist, wie alle Politiker damals und deren Kabinettsmitarbeiter interveniert haben. Ob das jetzt auch Interventionen hat immer gegeben, ob sie funktioniert haben, ist eine andere Sache. Aber das heißt, wenn wir davon sprechen, was zum Beispiel der Helmut Brandstedt da jetzt da erzählt aus einer Begegnung mit dem Sebastian Kurz. Also ich glaube, das ist, seitdem ich mich erinnern kann, gang und gäbe. Das war beim ORF so ein großes Thema. Ja, aber die Frage, da gab's lass mich einfach nur den Satz fertig sagen. Und ich selber, ich habe mehrere Jahre war ich Kolumnist in der Presse, habe es erlebt, dass ich einmal einen kritischen Artikel geschrieben habe über den damaligen Bundeskanzler und das hat irgendwie, glaube ich, 2 Stunden gedauert und es hat sich ein Minister bei mir gemeldet und darüber beschwert. Ja. Also das ist sozusagen eine, kann man sagen, Sitte oder Unsitte in Österreich und jetzt muss ich ehrlich sagen, also wie das jetzt auch von Journalisten dargestellt wird, dass das sozusagen das Ende der Demokratie und der Abschaffung des Journalismus. Also ich habe niemanden erlebt in all diesen Jahren, der gekündigt wurde, eine Zeitung, die übernommen wurde von irgendeiner, ich weiß nicht, von irgendwelchen der Politik nahestehenden Leuten oder dass irgendjemand so unter Druck gesetzt wurde, dass er abdanken musste. Also ich meine, der Journalismus in Österreich ist vollkommen frei wie bisher, wie all die Jahre davor, mit allen Sitten und Unsitten. Aber ich finde einfach diese Dämonisierung, finde ich total übertrieben. Also ich finde, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich auch nicht. Ich dämonisiere auch nicht. Das ist, Sie haben die Tendenz, einfach Dinge zu unterstellen. Hm. Und das ist unfair. Das möchte ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen. Sie. Sie haben gerade unterstellt. Nein, ich habe, ja, dass Sie so verhalten, nein, dass Sie das kurz die Demokratie und die tun. Pressefreiheit abschaffen wollte. Das habe ich nicht gesagt. Oh ja, das haben Sie gesagt. Naja, einschränken, wie auch immer. Ich würde gern zu einem anderen Thema kommen. Die politische Karriere des Sebastian Kurz wird einmal in ein paar Wochen, ist geendet und wird einmal in ein paar Wochen dazu führen, dass er auf der Anklagebank sitzt. Wie andere rechtspopulistische Politiker auch. Also Trump, 4 Prozesse in den nächsten Monaten, Netanyahu mehrmals. Bei Kurz kommt vielleicht noch mehr dazu, wegen der Korruptionsvorwürfe. Barbara Todt, ist das ein Pattern, ein Mechanismus, dass Politiker, die so agieren, dann sehr, sehr große Probleme mit der Justiz haben und das aber wegspielen können oder versuchen, es wegzuspielen? Also es gibt sicher das Pattern oder das Muster, wenn Rechtspopulisten an die Macht kommen, dass sie die Grenzen des liberalen Rechtsstaates versuchen auszuloten. Und ein typisches Mittel ist, die Justiz versuchen in die Schranken zu weisen oder quasi auch die Justiz zu attackieren. Also die Institutionen des Staates, öffentlich-rechtliches Fernsehen, Gerichte, eben Justiz, also diese Kontrolle oder das Immunsystem unserer Demokratie in Frage zu stellen. Das machen eigentlich durchwegs alle Rechtspopulisten. Das hat auch die ÖVP unter Kurz ganz stark gemacht. Das zweite Muster, das dann aber auch immer eintritt, ist, wenn sie dann angeklagt sind, weil sie in Konflikt kommen mit der Demokratie oder mit der Rechtsstaatlichkeit, dass sie es verstehen, für sich auch zu nutzen, indem sie sich dann als Opfer einer angeblich wild gewordenen Justiz oder einer politisch unterwanderten Justiz darstellen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Kalkül, das Sebastian Kurz jetzt hat. Und deswegen ist ja sein Film, der Pro-Kurz-Film, nicht
ohne Zufall kurz vor Prozessbeginn erschienen, weil es natürlich auch das Narrativ, also in diesem Film das Narrativ erzählt wird vom Justizopfer Kurz, der von ihm feindlich gesinnten Medien und einer politisch instrumentalisierten Staatsanwaltschaft quasi vor sich hergetrieben wird. Martin Engelberg, das war ja in der Zeit der Regierungszeit von Kurz, das war ja ganz offen ausgesprochen, also die WKStA ist von den roten Politjustizleuten unterwandert. Der Vorwurf war da. Scheint jetzt nicht mehr so da zu sein. Oder ist das nach wie vor, was die ÖVP denkt, sagt oder denkt, wie auch immer, von diesem Prozess oder möglichen anderen Prozessen und Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft? Also, zuerst einmal bin ich kein großer Anhänger von Vereinfachungen und es gibt dieses wunderbare Sprichwort, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also nur deswegen, weil es natürlich Anklagen gibt gegen Donald Trump und das ja in einer ganz anderen Ebene sich alles abspielt. Ja, also da geht es ja tatsächlich um diesen quasi Überfall auf den Kongress am 6. Jänner und auf seine Wahlbeeinflussung und all diese Dinge. Ja, auch im Fall von Netanyahu geht es ja um, sagen wir mal, handfestere Korruptionsfragen, die zu klären sind. Das ist Ihre Bewertung. Wovon reden wir jetzt in dem Fall von der falschen Zeugenaussage? Da geht es um die semantische Diskussion, war ein Nein, ein Na, oder war es eine doppelte Verneinung oder nicht? Ja. Also daraus einen Kriminalfall zu kreieren, der vergleichbar ist mit einem Donald Trump oder einem Viktor Orban oder was auch immer, damit kann ich nichts anfangen, ja, sage ich einmal, erstens. Zweitens, glaube ich, gab es oder gibt es, sage ich jetzt mal, zumindest Merkwürdigkeiten in manchen Bereichen der Justiz, der Staatsanwaltschaft, in bestimmten Gruppen und dort auch wieder von bestimmten Personen, die ganz offensichtlich schon noch eine politische Agenda haben. Sie meinen jetzt den Herrn Pilacek-Engelberg? Da gab es zum Beispiel irgendwo bei irgendeinem in der Staatsanwaltschaft, der hat sich da irgendwie auch ein herabwürdigendes Cartoon über den Sebastian Kurz an die Tür gehängt. Da gibt es ein Foto davon, Barbara. Also das heißt, es aber ist einfach eine... Aber wenn ich jetzt an Merkwürdigkeiten in der Justiz denke, fällt mir eher der Herr Pilacek ein und der Fuchs einfach, und nicht... Sagen wir so, nicht jetzt Cartoons, die irgendwo hängen. Ne? Wann, wer welche Protokolle bekommt und übermittelt bekommt und wieso die Medien früher als die Beschuldigten. Ja, ehrlich gesagt, also, wenn man da nicht beginnt, auch ein bisschen nachdenklich zu werden, egal, wie auch immer, wir haben ja eben Gott sei Dank eine unabhängige Justiz, nämlich vor allem in der Richterschaft. Das heißt, letztendlich hat natürlich oder hätte die Staatsanwaltschaft, sagen wir, auch die Verpflichtung, nur dann Verfahren zur Anklage zu bringen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit über 50% ist. Das ist einmal die letzten, glaube ich, 20 Verfahren nicht geschehen, weil die alle im Sand verlaufen sind. Das ist nicht unproblematisch. Aber jedenfalls haben wir ja noch immer das Sicherheitsnetz der Richter, der unabhängigen Richter, die dann eben diese Freisprüche dann auch machen. Und ich glaube, darauf können wir uns verlassen. Und Freispruch, ich glaube, das oder ist auch die Haltung. Nicht, das wissen wir ja noch nicht. Bis jetzt waren es halt, ich weiß nicht, glaube ich, 20 Einstellungen oder Freisprüche. Ne? Ja, aber nicht gegen Herrn Kurz. Was für mich schon klar ist und sichtbar wird es ja auch in meinem Film, dass in vielen Details sich die Gruppe um Sebastian Kurz über die Institutionen des Staates gestellt haben. Am markantesten ist aus meiner Sicht dieses einmalige Geschehen, dass ein Minister, der auf die Verfassung angelobt ist, den Spruch des Verfassungsgerichts nicht respektiert und sagt, ich gebe die Akten nicht heraus und da muss der Bundespräsident einschreiten. Das zeigt schon, wie weit auch in ihrer eigenen Vorstellung, in dem Versuch, sich zu verteidigen, sie sich quasi über alles hinwegsetzen, was unsere Republik grundlegend zu einer Demokratie macht. Ist die Polemik gegen die Staatsanwaltschaft, beinhaltet die nicht das Risiko, dass man die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates untergräbt, relativ bewusst, wie das schon passiert ist auch? Und ich meine, dass Staatsanwälte nicht mit allen Anklagen durchkommen, ist ja klar. Sonst bräuchte man ja kein Gericht, keinen Richter. Aber die Frage ist, in welchem Prozentsatz? Ich meine, das ist klar gesetzlich geregelt, dass eine Staatsanwaltschaft nur
das zur Anklage bringen darf, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit größer ist, dass es eine Verurteilung gibt, als nicht. Wenn ich jetzt ein Sample habe bereits von 20 Verfahren, wo kein einziges sozusagen zu einem Schuldspruch geführt hat, dann muss ich mir als Staatsanwaltschaft irgendwann mal die Frage stellen, liege ich da richtig oder nicht? Es gibt und jetzt kommen wir zu der Frage, lassen wir noch kurz noch einmal dann. Dann ist einmal die Frage, jetzt ist die Frage, ist das Justizsystem sakrosankt? Ich bin Teil auch einer der Säulen der Republik, ja, des Rechtsstaates, also der Legislative, und werde dauernd kritisiert, ja, und stehe da auch dafür zur Verfügung. Auch die Exekutive. Jetzt ist die Legislative nicht eine Ausnahme, die Judikative nicht eine Ausnahmeerscheinung. Das heißt, eine berechtigte sozusagen Kritik an einer Staatsanwaltschaft muss möglich sein in einem freien Rechtsstaat. Da fällt mir schon auf, das ist eigentlich in allen Staaten, wo es diese Auseinandersetzung um rechtspopulistische Regierungen gibt. Also in Israel die Kernfrage ist die Justiz, die Unabhängigkeit der Justiz. In Polen, in Ungarn, das war ja ein Grund für die Kritik aus Brüssel und für die Auseinandersetzung. Wieso sagst du jetzt nicht Brüssel? USA zum Beispiel? Die USA ist es gar nicht so. Ja, dort hält die Justiz komplett Widerstand. Ja? Also die Macht, die geht ihren Weg und es wird, die Dinge werden zur Anklage gebracht und so weiter. Das heißt, es ist einfach gefährlich, solche Dinge immer so leichtfertig zu vergleichen. Franz Fischler. Ja, da haben Sie recht. Es ist tatsächlich gefährlich, Dinge leichtfertig zu vergleichen. Und ich muss Ihnen sagen, Rechtsprechung ist kein statistisches Verfahren. Ja? Also das können Sie nicht ableiten, deshalb, weil früher irgendwo Anklage erhoben wurde und nichts herausgekommen ist, dass das in dem konkreten Fall auch so ist. Sondern in diesem Fall kommt noch dazu, ja, dass hier ja, wie Sie wahrscheinlich wissen werden, ein besonderes Prüfverfahren angewendet wurde, dass hier ja eine eigene Kommission im Justizministerium diese Frage behandelt hat und ausführlich argumentiert hat. Also daher lehne ich das ab, wenn Sie da immer solche Vergleiche heranziehen, die, wie Sie sagen, nicht alles, was hinkt, ein Vergleich sind. Zum anderen glaube ich aber tatsächlich, dass es wichtig ist, dass und da ist es keine Frage, dass nicht die Justiz oder das Rechtswesen kritisiert werden darf. Das ist, glaube ich, kein Thema. Natürlich darf es das. Aber was wichtig ist und was zentral ist für die Zukunft, ist, dass die Unabhängigkeit der Gerichte gewahrt wird. Das ist in Österreich bis jetzt Gott sei Dank der Fall. Insofern passt der Vergleich auch, da haben Sie, muss ich Ihnen auch recht geben, nicht mit Ungarn zusammen. Ja. Aber man kann natürlich auch sagen, wehret den Anfängern, nicht? Und darüber hinaus, glaube ich, geht es ja nicht nur um die Justiz in diesem Falle, sondern geht vor allem auch um Fragen des Journalismus, um Fragen der Medien, wie damit umgegangen wird. Da geht es auch um Fragen, und das ist etwas, was mich sehr gestört hat, und das habe ich dem Sebastian Kurz auch mehrmals gesagt, nämlich, dass man dazu übergegangen ist, die gesamte Beamtenschaft rechts oder links liegen zu lassen. Das regiert haben ja nur mehr die Kabinette zusammen mit den Generalsekretären. Und ich kenne viele Beamte, die sich bei mir beschwert haben darüber, dass sie nicht einmal eine Information bekommen haben, warum das ignoriert wurde, was sie als Aktenvermerk ans Ministerbüro geschickt haben und dergleichen mehr. Also hier, glaube ich, sind tatsächlich schwerwiegende Fehler gemacht worden, weil man das Potenzial, das in Summe die Beamtenschaft darstellt, und diese Beamtenschaft ist ja schließlich auf die Republik angelobt und nicht auf irgendeine Regierung, das, glaube ich, müsste man wieder dahin zurückführen, wo das früher einmal war. Und deswegen ist es auch einer der Gründe, warum diese Message Control so schädlich ist für unser Staatswesen. Was wir in einer Diskussion über die politischen Inhalte der Kurzzeit, aber auch die politischen Inhalte der Agierenden heute nicht vergessen dürfen, das ist
wie bedeutsam die Islamfeindlichkeit war damals, die von ÖVP und FPÖ aus meiner Sicht gemeinsam betrieben wurde. Es gab diese Razzia gegen angebliche Moslembruderschaften unter Nehammer, die als Antiterrormaßnahme dargestellt wurde. Alle Verfahren sind eingestellt worden. Barbara, dort hat sich eigentlich je irgendjemand bei den österreichischen Muslimen entschuldigt für die Unterstellung, dass da eine große Anzahl ihrer Funktionäre Terroristen sind? Meines Wissens nicht, wobei die Entschuldigung in der österreichischen Innenpolitik, glaube ich, überhaupt ein kaum vorkommendes Ding ist. Also wäre überraschend gewesen, wenn es ausgerechnet in dem Fall passiert wäre. Wie groß, Kurt, siehst du das Risiko, dass das wieder kommt? Das ist in den Hintergrund getreten jetzt ein bisschen, aber potenziell ist ja das nach wie vor vorhanden. Ich sehe da eigentlich eine Kontinuität. Im Film werden die Beispiele von Kurz gezeigt und wenn man sich jetzt anschaut, der auch diese mit großer Theatralik inszenierte, angebliche vereitelte Attentat auf die Vienna Pride, auf diesen großen Umzug, wo sich alle möglichen Staatsschützer hinstellen und riesige Pressekonferenzen geben und am nächsten Tag lässt der Richter diese Jugendlichen alle frei, weil er sagt, es gibt keinen Haftgrund, es gibt keinen Anschlagsplan. Das zeigt ja, dass dieselbe Suppe weitergekocht wird und wenn man sich anschaut, dass der Herr Fleischmann jetzt der Kommunikationschef vom Bundeskanzler Nehammer vom aktuellen ist, dann wundert man sich ja auch nicht so sehr. Also da gibt es eine Kontinuität, die hochproblematisch ist aus meiner Sicht. Begonnen hat es im Jahr 2016, auch das ist belegt in Chats mit den wöchentlichen fremdenrechtlichen Knallern, die zu machen sind. Weil das schürt. Also politisch bewusst, man muss das fremdenrechtlich gegen Ausländer genau. Man muss immer Akzente setzen. Das führt zu einer Spaltung der Gesellschaft und die sollten wir eigentlich tunlichst verhindern wollen, wenn wir das Zusammenleben eigentlich verbessern wollen. Martin Engelberg, gibt es da eine Bilanz oder so intern, vielleicht eine Gewissensforschung in der SPÖ, kann ja auch in der ÖVP, in der SPÖ in anderen Bereichen auch nötig, aber in der ÖVP? Also ich höre einfach wirklich mit Erstaunen zu, wie wir dieses Problem bagatellisieren. Wir haben ein Islamismusproblem in ganz Europa. In Frankreich und in Deutschland und in Belgien ist es dramatisch in der Zwischenzeit. Wir regen uns die ganze Zeit darüber auf, wieso dort wirkliche rechtsradikale Parteien immer mehr Stimmen gewinnen und sagen gleichzeitig, das sind alle nur böse, ja, die tun nur Spalten und ich glaube, wir dürfen diese Gefahr nicht bagatellisieren. Es geht aber man nicht sollte um einen, sie nicht inszenieren. Ich höre Ihnen immer genau zu und ich weiß nicht, warum Sie immer unterbrechen. Also das heißt, es geht um eine klare Differenzierung. Es ist natürlich nicht gegen den Islam, sondern es ist gegen den Islamismus und wir sollten die Gefahr des Islamismus nicht bagatellisieren. Also es gibt ganz klare Hinweise darauf, wie erstens einmal die Communities unterwandert werden von den Moslembrüdern und Islamisten, wo wir sehen, dass in all den Ländern immer wieder Anschlagspläne sind, jetzt gerade in Schweden, ja, ist höchste Alarmstufe, ja, und es ist die Gefahr, die vom Islamismus ausgeht, ist hoch und ich glaube, wir sollten in Europa als westliche Gesellschaften schon eine hohe Aufmerksamkeit für dieses Problem haben. Und das heißt, ich bin in dem Sinne, bin ich ganz auch auf der Seite jetzt auch der jetzigen Regierung, dass ich sage, ein wachsames Auge ist gut, damit wir den Frieden, den wir in Österreich noch immer haben, ja, damit wir uns den auch bewahren. Ich meine, wir hatten auch schon Anschläge, so ist es ja nicht. Ja, also es ist nicht nur Verhinderte, sondern wir hatten gerade hier um die Ecke einen Anschlag von jemandem, der ganz offensichtlich einen islamistischen Hintergrund hatte. Also wir sollten nicht die Augen davor verschließen. Ist das ein Teil einer, Franz Fischler, Teil einer Auslagerung von Feindbildern? Weil sozusagen, wenn man 100 Hausdurchsuchungen macht, die nichts mit Terror, jeder wird natürlich eine vorbeugende Schutz vor Terrorismus befürworten, selbstverständlich. Aber
kein einziger, der in dieser Razzia da hier eine Hausdurchsuchung gehabt hat, ist vor Gericht gestellt worden, das ist alles eingestellt worden, weil es hier keinerlei Hintergrund gab, keinerlei Belege gab. Ist das ein bisschen Ausgrenzung, Polarisierung? Wie gefährlich ist das politisch, wenn das in der Gesellschaft akzeptiert wird als tägliches politisches Kleingeld, wo man versucht, dieses zu zahlen? Also ich glaube, man muss diese Dinge entflechten. Zum einen wird es, glaube ich, niemanden oder kaum jemanden geben, der ernsthaft bestreitet, dass vor allem der extreme Islamismus Gefahren beinhaltet. Ja, das ist ein Faktum. Die ganz andere Frage ist aber, wie geht man mit dieser potenziellen Gefahr um? Ja, und was tut man dagegen, damit hier möglichst keine Anschläge passieren, damit hier möglichst auch die anderen, die dem islamischen Glauben anhängen, nicht von diesen Extremisten in Gefahr gebracht werden, weil da gibt es ja also auch riesige Spannungen. Und da ist es wahrscheinlich nicht das probate Mittel, dass man hergeht und hier noch also sozusagen Benzin ins Feuer gießt, ja, und die Fremdenfeindlichkeit fördert oder dergleichen mehr, sondern genau das Gegenteil ist wichtig. Und ich glaube, es wäre ungeheuer wichtig, auch hier in Österreich Brücken zu bauen, damit man also auch klarer unterscheiden kann, wo sind da die tatsächlich problematischen Figuren und wo sind also Leute, mit denen wir durchaus friedlich zusammenleben können. Es ist ja nicht so, dass der Islam eine neue Erfindung ist. Ja. Österreich, darf ich darauf hinweisen, die österreichisch-ungarische Monarchie war eine der ersten Regierungen der Welt, die den Islam innerhalb ihres Reiches in Bosnien anerkannt haben. Ja. Also es gibt schon, und ich glaube, da könnte man tatsächlich aus der Geschichte einiges lernen, wie man damals Erfolgreiches zustande gebracht hat, dass es ein vernünftiges Nebeneinander in Sarajevo und in anderen Orten am Balkan gegeben hat. Hier, glaube ich, sollte man aktiv werden und nicht nur mit Anprangern agieren. Kommen wir zurück zu den Filmen, den Kurzfilmen und die Diskussionen, die da ausgelöst wurden. Diese Woche war ein knallvolles Haus im Gartenbau-Kino bei der Premiere des Projekt Ballhausplatz. Die Woche vorher alte und aktuelle ÖVP-Prominenz bei der Premiere des, sagen wir, Pro-Kurzfilms. Welche politische Botschaft, Barbara, lässt sich daraus für unsere politischen Diskussionen, für die innenpolitische Dynamik entnehmen? Dass es ganz sicher innerhalb der ÖVP, aber ich glaube auch in der breiten Öffentlichkeit noch keine gemeinsame Sicht auf die Ära Kurz gibt, sondern es gibt zwei Sichtweisen, die miteinander konkurrieren, die sich auch gegenüberstehen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Also als Historikerin weiß ich, es braucht einfach eine Zeit lang, bis sich quasi eine Erzählung durchsetzt und bis man das auch wirklich gut bewerten kann. Aber es zeigt natürlich die Polarisierung in dem Bereich. Die ganze Inszenierung, die doch groß gespielt wurde, muss man sagen, Martin Engelberg, auch von der ÖVP, Sie selbst waren bei der Premiere dabei, gibt die Selfies des Martin Engelberg mit dem Sebastian. In beiden Premieren. Gut, das ist gut. Ein sehr guter Move, weil da hat man eigentlich den besten Überblick am Ende. Jetzt heißt das nicht, also doch, wie, aber Sie waren, glaube ich, der einzige aktive ÖVP-Politiker bei der einen Premiere, bei der anderen Premiere des Pro-Kurzfilms war eigentlich die halbe ÖVP. Ich übertreibe jetzt. Ist das nicht schon auch, heißt das nicht, dass Sebastian Kurzes mögliche Personalreserve gesehen wird von der ÖVP, auch wenn er jetzt immer sagt, nein, er ist Geschäftsmann und arbeitet für den Amerikaner Peter Thiel und so, aber das ist doch ein Zeichen dafür, dass vielleicht der Sebastian Kurz mehr will und die ÖVP auch bereit ist, ihn als Personalreserve anzusehen. Also zuerst einmal erlaube ich mir, ein paar Korrekturen anzubringen. Es war nicht eine ÖVP-Veranstaltung vorige Woche. Es waren
einige ÖVP-Politiker dabei, also waren aber wirtschaftstreibende Unternehmer, Journalisten, also es war ein sehr gemischtes Publikum. Ich würde fast sogar sagen, es war ein gemischteres Publikum, als es bei der Premiere, bei dem, des Ballhausplatzfilmes war. Das Zweite ist, dass ich die Stimmung ganz anders empfand beim Kurzfilm als beim Ballhausplatzfilm. Ich fand beim Kurzfilm, es war erstens mal das ganze Kinocenter, es waren ja mehrere Kinosäle, jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute dort insgesamt waren. Und es war aber jetzt dort nicht so, dass da irgendwie applaudiert wurde oder irgendwie auch gejohlt wurde oder so. Ja, es wurde auch der Film vorgestellt am Anfang von dem Produzenten, Regisseure und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Premiere jetzt von dem Ballhausplatzfilm, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, die Stimmung. Ja, also es wurden sozusagen sehr abfällige, entwertende Witze gemacht über den Sebastian Kurz. Schon im Vorfeld das Plakat, wo man ihn auf den Kopf stellt und dann die Inszenierung mit dem Auto da, mit dem Hammer. Ja, also da denke ich mir, stellen wir uns doch einmal vor, wir machen einen Film über den Gusenbauer und die ersten 15 Minuten von dem Film geht es darum, wie er in Moskau als Student landet und dort den Boden küsst. Und das spiele ich sozusagen fünfmal im Radl, einmal als Einstieg. Und dann mache ich bei der Filmvorstellung, bei der Premiere, baue ich auch noch einmal den Moskauer, ich weiß nicht, am Flughafen auf und mache eine Figur, die den Boden küsst. Ja. Also so ist sozusagen, das ist das, finde ich, ein bisschen gelinde gesprochen, das Manipulative auch dieser Premiere gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, also die Atmosphäre zwischen einer Premiere dort und einem Bierzelt von der FPÖ ist für mich jetzt nicht mehr so groß. Da ist das Schenkelklopfen über billige Witze, wo man eine Person entwertet. Das lassen wir Ihnen durchgehen, aber ist jetzt der Sebastian Kurz eine Personalreserve für die ÖVP oder nicht? Was sagt der Martin Engelberg? Ich denke, dass im Übrigen, Barbara, ich glaube, dass da werden wir, glaube ich, schon eine große Mehrheit finden in Österreich, die sagt, dass Sebastian Kurz sicher ein politisches Ausnahmetalent ist. Und ja, war. Das habe ich jetzt auch nicht bestritten. Die Frage ist, ob man ihn zurück will und da gibt es Umfragen. Nein, aber die Frage ist nur, es gibt auch kein gemeinsames Bild. Es gibt gewisse Dinge, die man einfach im Allgemeinen schon auch anerkennt. Ja? Also das ist auch etwas, was mir in dem Film, in dem Ballhausplatzfilm missfällt. Es bleibt überhaupt nichts Gutes. Ja? Also es explizit, ja, das einzige Gute ist die 24 Uhr, genau, die U-Bahn. Also das ist ja wirklich schon grotesk. Ja? Also ich meine, so gar nichts anzuerkennen, ja? nur alles böse und schlecht und ist, glaube ich, nicht das Narrativ, das sich durchsetzen wird. Ich glaube, dass sich da eher das andere durchsetzen wird. Ich glaube, dass in Wirklichkeit die ganz große Mehrheit der Menschen in Österreich an beiden Filmen nicht interessiert sein werden und das in der Zwischenzeit schon relativ weit weg ist. Werden wir sehen, aber kann sich der Martin Engelberg erwärmen für eine mögliche Rückkehr des Sebastian Kurz in die Politik? Ich glaube, daran wären Sie dafür? Also darum geht es nicht, weil die Frage stellt sich anders. Die Frage stellt sich für den Sebastian Kurz. Und da stellt sich, glaube ich, die Frage eigentlich anhand des Filmes, des Ballhausplatzfilmes. Man könnte nämlich sagen, wenn er sich den Film anschaut, dann könnte er zu beiden Richtungen tendieren. Entweder er sagt, also diese Partie tue ich mir sicher nicht mehr an. Von diesen Leuten lasse ich mich sicher nicht mehr stellen. Ich bleibe Privatmann, Unternehmer und will mit dem nie mehr wieder was zu tun haben. Klingt die andere nicht ganz so, was man von ihm hört. Na, aber ich sage nur, wäre also für mich eine viable option, sagt man. Der andere Weg ist zu sagen, also gut, komplett demontieren und nur verdammen und dämonisieren lasse ich mir nicht. Da komme ich schon noch einmal zurück und möchte schon noch einmal zeigen, was ich kann und wohin es geht. Das ist wirklich seine Entscheidung und wir werden sehen, wohin sie geht. Ja. Kurt, noch einmal, der Hammer wissen viele nicht, was hat es mit dem für eine Bewandtnis der Hammer war auf das, der Premiere auch gehabt? Der Hammer war das Geilmobil, mit dem er seine Karriere planvoll begonnen hat.
Das war keine botscherte Geschichte, wie es vielleicht bei vielen gewirkt hat, sondern das war ein strategisches Konzept. Also wenn man so will, strategisch notwendiger Unsinn, wie es ja dann zu einer Maxime der Öffentlichkeitsarbeit geworden ist. Wir nehmen den Hammer im Film, und der wird ja da auch demontiert, als quasi Bild der Dekonstruktion der Machtgelüste des Herrn Kurz. Und wir haben uns erlaubt, diesen Hammer dann auch vor das Gartenbaukino zu stellen, als ein kleiner Werbegag, dass er sich so aufregt, zeigt, dass das eh gar nicht so falsch war. Aber ich wollte noch was sagen, der Sebastian Kurz, wenn er wirklich nur Wirtschaftstreibender wäre, dann würde er seinen Geschäften nachgehen, so wie es Wirtschaftstreibende tun, nämlich in Diskretion und Ruhe. Er hat ja mit Spy-Software oder ähnlichen Sachen zu tun. Das macht man ja nicht in öffentlichen Inszenierungen, aber überall, wo er ist, inszeniert er sich, und er inszeniert sich auch als Staatsmann mit rot-weiß-roten Fahnen hinter sich und lässt die Fotos mit Orban. Orban. Ja, und dann lässt er noch einen Film irgendwie entstehen. Die Elisabeth Köstlinger hat bei einem Gespräch unlängst von unserem Film gesprochen. Was dieser Film ist, das wird natürlich dementiert. Das lässt erkennen, dass er wieder an politischer Macht interessiert ist. Wo sich das dann ausdrückt und wie, das werden wir sehen, und ich hoffe, dass das nicht zu schlimm wird. Herr Fischler, Ihre Interpretation, politische Interpretation dieser Inszenierungssequenzen? Naja, die sind schon so, glaube ich, allgemein wahrgenommen worden, wie es der Herr Langbein beschrieben hat. Also dieser Hammer, diese Dekonstruktion, das war sozusagen ein roter Faden durch den Film hindurch, mit dem man also Schritt für Schritt gesehen hat, so jetzt kommt wieder ein Bestandteil weg von diesem vorher glänzenden Auto. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist etwas anderes, nämlich, weil Sie gesagt haben, das hängt nur von Sebastian Kurz ab, ob er sich entscheidet, wiederzukommen, so quasi, wenn er sich dafür entscheidet, dann kommt er wieder. Also so ist das nicht, muss ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, denn ob er wieder aufgestellt wurde, dafür gibt es mal zumindest vorläufig noch Parteigremien, die das zu entscheiden haben. Und ich kann Ihnen ja Landeshauptleute zitieren, die gesagt haben, die Ära Kurz ist vorbei, Punkt. Ja? Und die, glaube ich, werden sich dieses Mal auch aufgrund der Erfahrung vom letzten Mal eher durchsetzen, weil das ist schon richtig, dass damals, wie also die Karriere des Sebastian Kurz begonnen hat und wie er also dem Herrn Mitterlehner gegenüber angefangen hat, ihm Konkurrenz zu machen, da hat er das Glück gehabt, muss man sagen, für ihn, dass es damals eine Zwischenphase gegeben hat, wo ganz kurz die wichtigsten Landeshauptleute von Österreich weg waren und noch keine starken nachgekommen waren. Ja? Und das ist dieses Mal nicht der Fall. Und da setze ich schon eigentlich auf die Nachdenklichkeit der Parteigremien, weil wenn diese nicht, auch nicht mehr gegeben ist, dann frage ich mich, ja, muss man dann nicht tiefer ansetzen und fragen, ist diese Form von Parteiendemokratie noch ein zukunftsweisendes Modell? Und das ist ein Thema für einen nächsten Podcast, eine nächste Diskussion. Wie die Landeshauptleute halten werden und wie sie sich verhalten werden, wird man wahrscheinlich sehen, wenn die ersten Umfragen auftauchen. Unter 20% ist so die Marke. Wie die ÖVP jetzt liegt und wie sie hypothetisch unter einer Führungsfigur Sebastian Kurz liegen würde, dann bewegt sich recht viel auch bei Landeshauptleuten. Danke für die spannende Diskussion. Ich bedanke mich für Ihr Interesse auf allen Podcast-Plattformen, auf denen Sie uns hören. Und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, in diversen freien Radios. Sie können das Falterradio abonnieren. Das kostet gar nichts und sichert, dass Sie keine Folge verpassen. Wenn Sie uns liken oder sonst ein positives Signal geben auf den jeweiligen
Plattformen, dann haben wir auch nichts dagegen. Es hilft den berühmten Algorithmen, uns zu finden. Informationen über Abonnements des Falter und Probeabos, die sogar gratis sind, finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut in dieser Sendung die Audiotechnik. Vielen Dank. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.